Hallihallo ihr Lieben und seid mir ganz herzlich gegrüßt zurück bei den Sims 4. So, ich weiß noch, dass PC gleich auf die Arbeit musste. Der hat noch 9 Minuten. Okay, das sieht ganz gut aus. Jeff, du fühlst dich unwohl. Deine Hygiene lässt zu wünschen übrig. Dann geh doch mal hier hinten bitte duschen. Und dann kannst du danach auf Toilette gehen. Einer, bei dir lässt die Energie gerade sehr zu wünschen übrig. Genau, nimm dir mal ein Käffchen. PC geht arbeiten. Ich wünsche dir einen wunderschönen Arbeitstag. Ganz, ganz viel Spaß. Und du siehst ein bisschen träge aus. Aber nö, dir geht's offensichtlich ganz gut. Okay, so. Bei dir haben wir jetzt hier schön alles hochgepusht, ne? Aber du musst noch nicht auf die Arbeit. Du wünschst dir was? Programmieren üben? Ja, kannst du mal hier machen. Nee, kannst du nicht, weil deine Energie, glaube ich, komplett im Eimer ist. Wo bist du? Ach so, du bringst den Müll raus. Pass auf, geh schlafen. Komm, was soll's. Geh schlafen. Aber danke fürs Müll rausbringen, finde ich supi. So, Midu, musstest du nicht auch auf die Arbeit? Ach, in 16 Stunden. Ist doch scheiße, das Buch. Ich habe es schon wieder vergessen nachzugucken. Mann, das tut mir total leid. Ich bin immer noch ein bisschen in Vorproduktion, ich halt gerade einfach die Möglichkeit dazu habe und ich möglichst nicht mehr möchte, dass so eine lange Pause entsteht, wie das halt der Fall war. Deshalb, ja, hoffe ich einfach mal, dass das klappt. So, du möchtest was an der Staffelei malen? Oh, warte mal, wir müssen erstmal gucken hier, ne, was hier wunderbar. So, das rahmen wir. Auch das kommt mal hier oben irgendwie hin. So, und dann kannst du ein klassisches Gemälde, nehmen wir mal 75. So, das braucht auch noch einen Namen, ne? Die leere Seele. So. Warum auch immer. Das hat ja Skira gemalt, ne? Genau. Und der Kunststil ist traurig und deswegen finde ich, die leere Seele passt ganz gut. Kunststil Klassiker, das ist ja hier Apfel, ne? Und das nannte sich Einsamkeit. Genau, so, du malst jetzt mal da schön fröhlich vor dich her, das freut mich. Einer ist am Schlafen, Jeff ist am Schlafen und Skira geht auch gerade pennen. Okay, dann können wir hier ein bisschen gucken, wie die Medu schön ne? Hier am Rummalern ist. Ich bin echt sehr gespannt, was das wird. Der Stil war jetzt auch klassisch oder was? Das ist aber siffig hier. Du, wenn du da fertig bist, dann könntest du vielleicht säubern gehen. Das würde ich echt nett finden. Du möchtest gerne ein Instrument spielen? Ja, da haben wir ja hier die Gitarre. Aber das wäre echt nett, wenn du erstmal ein bisschen sauber machen könntest. Musstest du eigentlich auch auf die Arbeit in 15 Stunden? Ich glaube, das habe ich gerade schon mal nachgeguckt, denn das kommt mir gerade irgendwie so ein bisschen bekannt vor. Also bei den Gemälden, wie gesagt, das hatte ich ja schon vor 20 Folgen gefragt, wenn ihr die verkaufen wollt, dann können wir das sehr gerne machen, aber ich möchte da halt erstmal eure ja, Einverständniserklärung dafür haben und deswegen bleiben die jetzt erstmal hier hängen. Wahrscheinlich habt ihr mir das schon geschrieben, ob ihr die verkaufen wollt oder nicht, aber ich kam halt noch nicht dazu. So, ihr seht hier auch, wie viel die wert sind, ne? 106 Simoleons, 110 Simoleons und 78 Simoleons. Ui, Level 2 erreicht, cool. Ja, wenn die halt hier ne, ihre Einstimmung haben, dann lernen die, glaube ich, auch schneller. Das wird, glaube ich, ein cooles Bild hier. Guck mal, hier Palm. Ne? Sommer, Sonne, Sonnenschein, davon träumst du bestimmt. Einfach mal hier ausbrechen, raus aus der WG und irgendwie ein bisschen was erleben am Strand. Wobei kann man da so viel erleben? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Wow, cool. Schick. Ist das fertig? Cool. Leinwandrahmen. Steht da jetzt schon dran, wie viel das wert ist? 111 Simoleons. Immerhin schon, ne? Muss man ja auch mal sagen. So, das können wir mal hier hin. Und ein Name, das offene Meer. Keine Ahnung. So. Schön. Da putzt sie ein bisschen. Die möchte immer noch gerne befördert werden und über Fitnesstechniken reden. Und du wolltest, was wolltest du? Achso, du wolltest, nicht genau. Ich dachte gerade, du wolltest Musik hören, aber du wolltest ein Instrument spielen. Dann mach doch einfach mal. Spielst du mal hier ein bisschen rum, nachdem du so schön geputzt hast. Das freut mich total. Vielen lieben Dank, Medu. Hier, das finde ich übrigens total cool, dass die sich spiegeln. Aber ich glaube, das habe ich auch in diesem Let's Play festgestellt, ne? So, du hast die Gitarrenfähigkeit erworben, Medu. Cool. Yeah. Jam mal ein bisschen für uns.
So. Ja, es klingt ganz fabulös, was du da treibst. Wirklich sehr schön. Im Übrigen hier vorne, ne, haben wir die jetzt gerade eingeschaltet? Ich weiß es gar nicht. Wow! Die Energie ist so lala, die Energie geht. Du stehst mal bitte auf, das macht jetzt nicht auch noch die Medu. Und dann reparierst du das bitte. So, komm, das schmeißen wir jetzt mal wieder hier rein. Hallo? So, rein da. Es tut mir leid, Jeff. Ja, aber das muss ja nun mal auch mal sein, nicht wahr? Dass wir hier ein bisschen. Ne, ihr Männer habt euch ja beschwert, dass ich euch zu wenig zumute. Das habe ich ja auch schon vor ein paar Folgen gesagt und deswegen könnt ihr jetzt hier mal ein bisschen loslegen. So, du fühlst dich unwohl, weil du ja Rückenschmerzen und so, die Betten, die Zimmer und so weiter und so fort. Das habe ich euch ja auch gesagt oder habt ihr euch ja gewünscht, dass wir das hier ein bisschen umgestalten. Ich warte, wie gesagt, jetzt immer noch so ein bisschen darauf, was ihr geschrieben habt, beziehungsweise habt ihr das ja schon geschrieben, aber ich habe es noch nicht gelesen zum 100. Mal. Und dann werde ich das Ganze hier auch wie ein bisschen umgestalten, gegebenenfalls ein zweites Stockwerk oben drauf klatschen. Aber da möchte ich erstmal so ein paar Ideen von euch dann noch einholen. So, du machst das da schon, ne? Das ist total gefährlich mit dem Wasser da und alles. Boah, ich hoffe echt, du holst dir da jetzt nicht irgendwas weg. Das wäre echt richtig übel. Ja, ich habe so ein bisschen Angst. Ich habe ein bisschen Angst, ich habe ein bisschen Angst. Okay, du machst das schon. Medu, du möchtest gerne eine Gruppenmahlzeit zu beiden, weil du bist total voller Elan hier. Ne, Minako! Und? Und Nashi! Minako 216 Simoleons. Und Nashi ist schon wieder befördert worden. 9 Simoleons mehr. Sie ist jetzt Mixerin. 515 Simoleons und ein Küchenwaschbecken Umbra. Cool, da gucken wir gleich mal, was es damit auf sich hat. Ja. Das ist aber schick. Ja. Das ist 185 Simoleons. Das hätten wir jetzt austauschen können, ne? Komm. Wir lassen das mal erstmal so, wie es ist. Und gehen wir hier wieder in den Live-Modus. So, Binako, was ist los? Unfreundliche Umgebung, die gefällt das nicht? Oder wegen dem, was hier so Sache ist? Achso, nee, warte, erstmal, stopp. Du, wischen, plündern. Naschi, Spaß. Naschi braucht Spaß und Naschi, ja, Comedy-Kanal, sehr schön. Also ich hoffe, das liegt jetzt echt nur daran und nicht, weil ich hier so wundertoll dekoriert habe. Was kann ich dir Gutes tun? Du möchtest jemandem ein Kompliment machen und du möchtest gerne den Müll leeren und was nicht alles. Und du möchtest gerne baden. Ihr habt keine Badewanne, aber auch die wollten wir ja auch irgendwann mal holen. Glaube ich. Was ist los, Minako? Level 2 der Gitarrenfähigkeit erreicht. Sehr schön. Naschi ist verspielt. Möchte gerne den Park besuchen. Programmieren üben. Bücher zu Ende lesen. Okay, überfordert mich gerade wieder so ein bisschen. Freundschaft schließen, baden. Wir haben keine Badewanne. Wir haben keine, wir haben keine. Aber du wolltest doch gerade noch jemandem ein Kompliment machen, oder? Komm, beschwer dich mal über die Probleme. Also ich hoffe, du beschwerst dich dann nicht irgendwie so von wegen, Hil, Naschi, ich finde dich voll doof. Sondern eher im Sinne von, ich brauche mal jemanden, mit dem ich reden kann. Also ich hoffe, ihr mögt euch jetzt noch. Tut ihr das? Ich hoffe es, ich hoffe es, ich hoffe es, ich hoffe es. Bitte keinen Twist hier zwischen euch beiden. Nee, okay, ihr tauscht euch einfach nur aus. Okay, Medu, du wolltest eine Gruppenmahlzeit zubereiten. Das kannst du jetzt hier auch sehr gerne machen. Und zwar machst du einfach mal einen Gartensalat für alle. Jeff, ja komm, ich mach schon. Ist in Ordnung. Warum geht das denn nicht? Mann, da hinweg. So. Ich hoffe, dass es euch dann hier wirklich ein bisschen besser geht. Oder kann man hier irgendwas putzen, sauber machen? Nö, hier ist eigentlich alles soweit anscheinend in Ordnung. So, ihr habt doch bestimmt auch Hunger, oder? Ja, dann nehmt euch doch mal hier ein bisschen was. Ah, Kühlschrank aufräumen gab es da gerade. Nehmt ihr mal ein Gericht. Minako auch. Öffnen und Grillkäse. So. Dann schmeißen wir hier mal den Teller raus. So.
Wunderbar. Also die Musik, bei der weiß ich ehrlich gesagt überhaupt nicht, ob ich da nicht schon irgendwie 3 Milliarden Strikes bekommen habe. Ich schalte die, glaube ich, mal gerade aus. Es tut mir leid, ich mag das überhaupt nicht in einem Let's Play. Keine Ahnung, kann ich die hier nicht... Muss ich das hier alles ausschalten, ne? Kann das sein? Ja, übernimm das mal bitte. Musik habe ich ja ausge... Ja, ich... Keine Ahnung, weil ich bin nicht sicher bin, ob ich das überhaupt abspielen darf. Dudelt die immer noch? Dudelt, glaube ich, immer noch, ne? Egal. Minako, was los? Du solltest hier eigentlich was zu essen nehmen. Grillkäse. Und ich dachte, dann könnt ihr euch hier alle ein bisschen unterhalten. So, hast du eine Gruppenmahlzeit jetzt schon zubereitet? Nein, du bist noch dabei. Okay, du möchtest immer noch... Ach nee, das hier künstlerisch und so, bla, haben wir schon. Du möchtest immer noch befördert werden, kann ich absolut verstehen. Ach Mann, ich muss echt nachgucken, wie das Buch nochmal war. Es tut mir voll leid, ey. Mann. So. Sehr schön. Gartensalat zubereitet. Könntest du dich auch mal dazu gesellen? Ah, ist das schön. Ich mag das voll, wenn ihr hier alle immer so sitzt und euch unterhaltet oder auch nicht, weil ihr einfach nur am Genießen seid, glaube ich, gerade. So. Medu muss doch auch bald in 10 Stunden erst. Okay, dauert noch. Dauert noch. So, du, liebe Minako, möchtest einen Pool kaufen? Nein. Jemanden kennenlernen. Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott. Wie sieht's denn hier aus? Habt ihr irgendwie frei? Nee. Level 3 der Mixenfähigkeit erreichen. Haben wir ihr nicht mal ein Buch gekauft? Was ist denn hier los, ey? Voll die Steine und so. Du gehst ins Bett. Ja, geh ins Bett. Geh ins Bett, ist in Ordnung. Muss ja dann auch wieder bald arbeiten. Skira? Hunger. Du nimmst dir jetzt eine Mahlzeit von selber, ne? Finde ich gut. So. Minako, du kannst ja hier mal... deine Bewunderung der Medu gegenüber ausdrücken. Kannst sie ein bisschen kennenlernen. Jawohl, PC hat 161 Simoleons mit nach Hause gebracht. Sehr schön. Ich weiß ja nicht, seid ihr jetzt schon Freunde? Oh, ja, ihr seid schon Freunde. Cool, du hast schon 2 Stück. Das finde ich genial, aber man muss ja auch Freundschaften pflegen. So, und du möchtest auch ein Instrument spielen, dann kannst du gleich mal hier hinten wieder abdampfen und üben. So, und dann kümmern wir uns mal gerade um PC. So, du kannst mal auf die Toilette gehen. Und zwar wie ein Champion kannst du da mal rumpieseln. Getränk am Schauplatz Bar trinken, verspielt werden und mit Medu plaudern. Kannst du gleich machen, mit ihr hier ein bisschen rumplaudern. Tratsch mal mit der ein bisschen. Ich weiß gar nicht, also mit Minako, mit Nashi... Mit einer und mit Jeff waren wir schon im Park, ne? Mit den anderen jetzt, glaube ich, noch nicht so unbedingt. Skira weiß ich gar nicht, ob er auch im Park war. Ich glaube schon, ne? Bin mir da gerade nicht so sicher. So, ich sollte euch ja eigentlich versumpfen lassen. Ist klar, Skira. Hier vorne, ne? Hier ist das Spülbecken, hier ist der Mülleimer. Das räumst du jetzt auf. Ich glaube, ich spinne. So, warum fühlst du dich denn jetzt unwohl? Was ist mit dir los? Weil du irgendwie müde bist oder so? Weil es hier schön dekoriert ist. Er freut sich darüber. Sie findet es auch cool. Skira auch. Cool. Finde ich schön. So, ihr beiden hier. Über Logikrätsel reden, genau. Über neueste Spiele reden, genau. Tauscht euch mal so ein bisschen aus. Über Probleme beschweren, mach einfach mal. Ich hoffe, das tut jetzt nichts irgendwie zur Sache, dass ihr euch trotzdem dann halt noch mögt. Über Interessen reden. So. Wunderbar. Und dann bist du auch, glaube ich, so sehr im Eimer, dass du schlafen gehen möchtest. So, das kannst du dann auch gerne tun. So, Skira spült sehr, sehr nett, sehr, sehr freundlich. Und weil deine Hygiene ein bisschen zu wünschen übrig lässt, gehst du dann mal bitte auf Toilette. Duschen, weil deine Hygiene zu wünschen übrig lässt, gehst du da mal bitte auf Toilette, ja. So, du übst hier fleißig. Über Lieblingsband reden, okay. Okay, Nashi ist schlafen, jawohl, hier in ihrem Zimmerchen, sehr gut.
was kann ich für dich Gutes tun? Du möchtest jemanden anrufen. Ich weiß gar nicht, ob wir jemanden kennen, den wir anrufen können. Hihi, gesellschaftliches eigenes Paar, das wollten wir auch schon. Telefon leise stellen. Nö, irgendwie kannst du, glaube ich, gar nicht jemanden anrufen. So, das machen wir jetzt hier bitte aus. Skira ist duschen. Und der kann danach noch ein bisschen Programmieren üben, würde ich sagen. Programmieren üben. So, damit wir das auch mal voll kriegen. Minako, du brauchst immer noch deine Freunde. Du hast hier ganz viel Spaß, aber deine Blase, die mag nicht mehr so. Deswegen kannst du das mal verwenden und dann kannst du duschen gehen. Und danach würde ich fast sagen, kannst du eigentlich auch dich zum Schlafen verkrümeln. Denn ich denke, deine Energie ist auch nicht mehr so das Wahre. Und der Rest, ist irgendjemand arbeiten? Nein, es sind alle zu Hause. Es sind komplett alle zu Hause. Skira übt jetzt hier noch ein bisschen Programmieren. Willst jemanden umarmen? Genau, Programmieren üben und Spielmodus programmieren. Okay, aber wir machen jetzt erstmal das hier, damit du das hier ein bisschen ja, hochgepusht bekommst, würde ich sagen. Und ja, sehr schön. Freut mich. Aber hier mit Jeff, ne, mit dem ist echt was nicht in Ordnung. Der hat hier immer noch seinen komischen Logikbalken. Vielleicht sollten wir ihn einfach mal tatsächlich auch noch von der Logik her einfach ein Level nach oben bringen, damit das dann auch tatsächlich mal irgendwie weggeht. So, bei Minako wollte ich jetzt gerade noch mal gucken. Was war denn hier nochmal genau, wie es hier aussieht? Also du bist jetzt mit Medu eine Freundin und du bist mit Nashi befreundet. Und mit einer sieht es doch eigentlich auch ganz gut aus und mit Jeff auch. Da würde ich dann sagen, kümmern wir uns mal darum, dass die beiden dann tatsächlich auch mit dir befreundet werden. So, ist hier irgendwie Licht an oder schimmert das hier so komisch irgendwie, oder? Also das Licht ist eigentlich aus, aber in den anderen Zimmern ist es irgendwie dunkler. Oder liegt das daran, dass jetzt hier zum Fenster und so. So, ich dachte, du schlafen, Minako. Ich dachte, schlafen. Ja, ich dachte, du bist vielleicht nicht mehr ganz so fit. Genau, guck mal, wie du dich da rum krebst irgendwie. Das muss ja nun wirklich nicht sein. So, was machst du hier mit der Skira? So, hier ist immer noch, ne, der Frosch, von dem ich immer noch nicht weiß, wie ich ihn nennen soll. Kermit, Gerade, Frosch, Schenkel, was war noch? Glubschi gab's auch noch. Und ich weiß gar nicht mehr, was noch für Vorschläge gekommen sind. Ach so, Frogger noch, ne? Frogger, glaube ich, gab's auch noch. Ach, da kann man sich nicht wirklich entscheiden. Ach, guck mal, jetzt guckt er sich den an und findet den wohl ganz putzig. Kann ich den eigentlich umbenennen? Das wäre eigentlich ganz witzig, aber ich glaube, das geht irgendwie nicht. Im Inventar platzieren oder angucken kann ich den nur. Okay, ich kann den nicht. Ich kann ihm keinen Namen geben, aber wir können es uns ja einbilden. So, ich würde sagen, ich spule mal gerade ein bisschen vor. Wer muss eigentlich wann arbeiten? Sekunde. Wow. Medu in 5 Stunden. Okay, passt auf, ihr Lieben. Ich würde sagen, ich beende die Folge jetzt erstmal wieder. Und dann gucken wir beim nächsten Mal, dass wir die Medu, dass wir hier endlich mal irgendwie, dass ich das Buch von ihr mal schreibe. Ich hoffe, ich finde den Kommentar noch. Und dann wünsche ich euch jetzt erstmal einen wunderschönen Tag. Sage tschüss und bis zum nächsten Mal.